Herzlich willkommen zur 129. Folge von Verhundert. Wir haben heute den 15.06.2022 und vor 100 Jahren den 15.06.1922. Hallo, liebe Zeitreisende. Hier sind Steffen und... Luis, und ich bin nicht Luis. Und ich bin nicht Steffen. Wir haben dabei Dr. Mabuse, Harry Graf Kessler, Lloyd George, Albert Einstein, italienische Faschisten, ein Attentat, einen gestorbenen Putschisten, einen Friedensvertrag zwischen Finnland und Russland, einen Musikteil, Christopher Lee als Geburtstagskind und ein vergoldetes Hirschgeweih. Und das schönste Kind haben wir auch dabei. Genau. Alles das und mehr in dieser Verhundert-Folge. Sie gliedert sich wie immer wie folgt. Wir haben einen Hausmeisterteil, in dem wir über Themen sprechen, die uns gerade so einfallen und bewegen. Dem müssen wir, weil Podcaster die Angewohnheit haben, über sich selbst sehr viel zu reden, begrenzen auf 2 Minuten. Und danach sprechen wir dann über die Themen von vor 100 Jahren. Abschließend dann über Harry Graf Kessler. Wir lesen aus seinem Tagebuch. Harry Graf Kessler lebte vor 100 Jahren. War so gefühlt immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Richtig, und er schüttelt sein Geweih für uns, und wegen ihm werden wir auch den Elchtest durchführen und seinen Namen eine Zaubertasse verlosen. Genau, mehr dazu gleich in den Hausmeisterthemen. Hausmeisterthemen. Wollen wir verkünden, wer die Tasse aus der letzten Folge gewonnen hat? Ja, also Hintergrund für alle, die uns zum ersten Mal jetzt hören. Wir verlosen Tassen. Es gibt insgesamt nur 5, es ist also eine limitierte Auflage. Und dafür muss man den Elchtest bestehen. Das ist eine Frage, höchst schwierige Frage. Und weil sie so schwierig waren, haben wir uns letzte Folge entschieden, eine etwas einfachere Frage zu stellen und haben gesagt, dass man sehr hohe Chancen hat zu gewinnen, weshalb wir viermal so viel Einsendungen hatten wie sonst. Wir haben ausgelost, Luis, wer gewinnt die Tasse? Trommelwirbel. Und zwar der Anton. Wir sagen nur den Vornamen, nicht den ganzen Namen. Genau. Anton, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht nochmal die Frage wiederholen. Und zwar, wo wurde der Vertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion geschlossen? Und das war in Rapallo. Und ich habe in der letzten Folge immer Rapallo gesagt, was halt Quatsch ist. Es ist Rapallo. Und das haben wir auch mehrmals die Info bekommen, dass ich das falsch gesagt habe. Und alle diese Kommentare waren korrekt. Und nochmal danke dafür, und Rapallo war das. Und auch Anton hat korrekt geantwortet. Anton, herzlichen Glückwunsch zur Taubertasse. Vielleicht auch nochmal ein Grund, warum wir das machen, Steffen. Warum machen wir das eigentlich mit diesen Tassenverlosen? Weil wir es können. Richtig. Also das ist sicher ein Hobbyprojekt. Wir haben von unserem eigenen Geld ohne Mist Tassen gekauft. Ich habe das meiner besseren Hälfte erzählt, und die Reaktion war sehr, sehr goldig, und wir verlosen die. Und es sind auch wirklich schöne Tassen, und es freut uns, anderen eine Freude zu machen. Ich habe sie selber und nutze sie wirklich gern. Das ist der einzige Grund, warum wir das hier tun. Ja, ich würde sie häufiger benutzen, wenn man sie in den Geschirrspüler stellen könnte. Sie ist sehr zart, sanft, also man muss sie sehr zärtlich behandeln. Und deswegen nicht in den Geschirrspüler stellen. Richtig, ich hatte 2000, ich habe aus diesem Grund nur noch eine. Aber es muss ja immer einen geben, der aus dessen Fehlern können andere lernen. Nicht wahr, Steffen? Nur deswegen. Ja. Wie könnt ihr eine neue Tasse gewinnen? Es gibt noch 2 Gelegenheiten. Eine ist in dieser Folge. Dafür stellen wir am Ende der Folge wieder einen Elchtest und sagen auch, bis wann ihr dafür antworten müsst. Es ist diesmal nicht ganz so viel, ganz so lange. Also ihr habt diesmal nicht ganz so viel Zeit. Und dann gibt es nur noch in der nächsten Folge die Möglichkeit, eine Tasse zu gewinnen. Und danach ist ja auch schon wieder die Staffel vorbei. Die Folgen rasen so an uns vorbei, Luis. Genau, und dann hat sich erstmal, dann sind keine Tassen mehr bei Steffen. Außer die eine einzige, die einzig wahre Tasse, und die braucht er selber. Genau. Weil aus der hohlen Hand trinkt sich schlecht Kaffee. Ja, es ist dann, man verbrüht sich da schnell. Es gibt... will schon zum nächsten Thema gehen. Genau, ich wollte es auch gerade sagen, man merkt, dieses 2-Minuten-Ding bei dem Hausmeister-Thema ist wichtig, weil sonst nicht fertig werden. Daher. Ja, und du hast jetzt noch 10 Sekunden, Luis, gefühlt, richtig, um über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Denn genau, du wolltest über den Stresemann-Füller sprechen.
Ja, und zwar, ich bin seit 2 Wochen am Nerden, was Kolbenfüller angeht. Und ich wurde heute mit dem Spruch begrüßt, wir rennen jetzt mal in so einen Schreibwarenladen, damit das Thema erledigt ist. Und ich und weil ich seit 2 Wochen mit Füllern beschäftige und Steffen meinte nur dazu, ich soll ausrichten, I feel you. Also Steffen möchte das ausrichten an die Person, die gesagt hat, wir rennen jetzt heute in so einen Schreibwarenladen, damit das Thema erledigt ist. Ich habe mir heute einen taiwanesischen Kolbenfüller der Marke Twispy gekauft. Sehr schönes Modell. Aber es gibt noch ein anderes schönes Modell, es gibt einen Stresemann-Füller, benannt nach dem zukünftigen Außenminister und auch zukünftigen Nobelpreisträger, des Friedensnobelpreisträger Stresemann. Ja, und dieser Füller ist eine Sonderedition vom des Hauses Pelikans. Ein wunderschöner Füller, wie ich finde. Den habe ich mir jetzt nicht gekauft. Man muss ja noch Ziele im Leben haben. Der ist sehr, sehr schön. Und ich finde es aber gut, dass halt mit der Referenz auf diesen Politiker der Weimarer Republik es diesen Stresemann-Füller gibt. Das ist ein Füller mit einer Goldfeder aus dem Hause Pelikan. Kolbenmechanik. Okay, Thema beendet. Das waren längere 10 Sekunden. Tut mir leid. Ja, und damit beenden wir die Hausmeisterthemen. Kommen wir zu dem Witz von vor 100 Jahren. Und zwar, wir kriegen immer E-Mails, dass die und die Witze erklären. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wir machen es jetzt ein bisschen anders, den Modus. Und zwar, ich sage den Witz und Steffen erklärt ihn dann. Und dann mal gucken, wie sich das auswirkt, wie das funktioniert. Wollen wir das so machen, Steffen? Ja, okay. Ich habe, glaube ich, die letzten Folgen auch schon immer den Witz erklärt. Trotzdem kriegen wir zu Sendungen, was der Witz ist. Wir verstehen es. Es ist nur nie lustig. Aber wir freuen uns immer bei Zusendung. Bitte immer schreiben. Witze ja. Von vor 100 Jahren sind interessant. Nicht witzig immer, aber interessant. Okay. Genau. Okay. Der Witz aus der Zeitung von vor 100 Jahren, und zwar aus der Zeitbilder, der Beilage der Vossischen Zeitung vom 11. Juni. Genau. Das ist eine Beilage, die ist ein bisschen bildhafter und ein bisschen spaßiger. Und da gibt es auch Witze, unter anderem diesen Knaller. Steffen, halt dich fest, es kommt ein Knaller. Ich erschüttere dich. Und zwar Naturwunder. Hast du schon mal ein fliederfarbenes Pferd gesehen? Und sowas gibt es ja gar nicht. Oh doch, es gibt doch weiße Flieder. Ich muss jetzt zugeben, ich verstehe den Witz gar nicht. Ich meine ja, soll ich es versuchen? Ja, erklär bitte, Luis, sonst kriege ich wieder Zusendungen. Und zwar die Frage, fliederfarbenes Pferd. Und Flieder ist eine sehr bunte Pflanze in der heimischen Botanik. Ja, ich bin jetzt überhaupt kein Pflanzenexperte, aber Flieder hat mehrere Farben. Ja. Aber es gibt eben auch weiße. Und es gibt ja auch weiße Pferde, nämlich Schimmel. Und das ist der Witz. Ja. Ja, okay. Also, das war jetzt nicht witzig. Ja, das war einer dieser Witze-Knaller aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und jetzt kommen wir zu den von vor 100 Jahren. Wir drehen diesmal auch mal den Spieß um, Luis. Ich habe heute auch einen Witz gehört in der Arbeitsrunde, den werde ich jetzt auch mal erzählen. Bitte. Ich halte mich fest. So erzähle er. Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen. Und hier spricht Steffen aus der Zukunft. Wir kommen gleich zum Filmteil und dort spoilern wir komplett den zweiten Teil von Dr. Mabuse. Wer den noch gucken möchte und nicht gespoilert werden möchte, überspringe bitte den Filmteil anhand der Kapitelmarken. Ansonsten spoilerlos. Kommen wir zum Filmteil. In der letzten Folge haben wir den ersten Teil von Dr. Mabuse geguckt, Der große Spieler, ein Bild der Zeit. Und in der Folge wollen wir den zweiten Teil besprechen. Steffen, du hast ihn geguckt. Wie fandest du ihn? Und worum ging's? Ja, wir haben ihn geguckt, weil der zweite Teil schon einen Monat später rauskam als der erste Teil. Inferno, ein Spiel um Menschen unserer Zeit. Und wir müssen immer 100 Jahre korrekt arbeiten. Ja, wir können nicht einfach einen Film schon vorab gucken. Wir müssen auch warten, so wie die Menschen damals auch. Ja, zweiter Teil. Der erste Teil war ja, falls wir uns nochmal zurückerinnern, Luis, der war ja so ein bisschen,
sehr strategisch, ne? Man hat ja diesen Dr. Mabuse, der da so seine Fäden in die Hand nimmt und Fäden zieht und alles vorbereitet. Man lernt sein Imperium kennen, seine Machenschaften, wie er arbeitet, wie er denkt, und hat auch schon dann so ab Mitte des Films ungefähr, lernt man seinen Gegenspieler ja kennen. Das ist dieser Staatsanwalt von Wenk, der langsam mitbekommt, da ist jemand, der ist dann wie so ein Untergrundkönig, Obermufti der Bösewichte, und irgendwie muss man den mal zu fassen kriegen. Und jetzt im zweiten Teil ist so der Höhepunkt, da geht Schlag auf Schlag. Der geht nicht ganz so lang wie der erste Teil, aber doch dennoch trotzdem so circa 2 Stunden noch was. Also auch kein so kurzer Film für die damaligen Verhältnisse. Und das sind wieder 6 Akte. Und in den ersten 4 Akten stirbt, glaube ich, jeweils eine Person. Auch eine wichtige Person. Also es geht da Schlag auf Schlag. Das finde ich sehr gut, dass Leute, ich finde es immer gut, wenn Leute sterben, die wichtig sind, dass man nicht das Gefühl hat, dass Personen zu wichtig sind, too big to fail, sondern dass sie auch verschwinden und man wirklich mit ihnen fühlt, wie bei Game of Thrones, man wirklich Angst hat, dass sie verschwinden. Ja, Game of Thrones ist also nicht die erste Serie oder der erste Film, der das so macht. Dr. Mabuse was first. Und es ist also so, dass tatsächlich keiner von den Charakteren direkt durch Dr. Mabuse getötet wird. Also er ist immer noch jemand, so ein Bösewicht, der die Leute dann in den Wahnsinn treibt oder zum Selbstmord zwingt. Zum Beispiel wird ja im ersten Teil eine seiner Untergebenen von der Polizei gefangen genommen. Das ist diese Tänzerin. Und die sitzt dann im Gefängnis und ist kurz davor, der Polizei was über Dr. Mabuse zu erzählen. Und Dr. Mabuse hat seine Finger überall und auch seine Ohren überall, auch im Gefängnis, kriegt das mit und veranlasst dann, dass ihr Gift in die Zelle reingereicht wird. Also da wird doch gar nicht viel gesagt. Also sie kriegt dieses Gift von jemandem und sie weiß sofort, worum es geht, dass sie jetzt hier Gift schlucken muss. Und das ist das Spiel für sie an diesem, also die Würfel sind gefallen, das Spiel ist für sie vorbei. Sie muss sich jetzt hier ihr Leben opfern. Was glaubst du, was würde passieren, wenn sie es nicht tun würde? Dann hätte sie wahrscheinlich einen qualvollen Tod gehabt. Ach so, der easy way out. Hm. Ja, also ich denke, ihr war da schon klar, dass sie da aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Dann, was ich sehr interessant fand, war, wir reden ja hier über einen 100 Jahre alten Film, 1922. Trotzdem hast du so Special Effects drin. Falls du dich an den ersten Teil erinnerst, Luis, da war ja so eine Szene ganz am Anfang des Spiels, wo man so eine Art Röntgenblick hat in den Koffer hinein und sieht, was in einem Koffer drin ist. Mhm. Oder da gab es so eine Szene, da sitzt der verkleidete Staatsanwalt von Wenk, hat sich verkleidet als so ein Kartenspieler, und der wird von Dr. Mabuse hypnotisiert an einem Spieltisch, der ihm irgendwelche indischen Wörter zuflüstert, und von Wenk sieht dann diese Wörter überall so aufblitzen. Auch ganz cool gemacht. Und in dem zweiten Teil gibt es noch mal so ein Sahnehäubchen obendrauf. Und zwar gibt es tatsächlich eine Explosion, die da gezeigt wird. Also quasi der erste Actionfilm, den ich gesehen habe, zeitlich einsortiert. Und zwar kommt der Staatsanwalt von Wenk langsam immer näher zu dem Dr. Mabuse, der daraufhin einen Attentäter von Wenk schickt. Und das ist jemand, der ist verkleidet als so ein, ja, der soll da irgendwelche elektrischen Leitungen überprüfen im Büro, kommt da hin ins Büro und hat aber in Wirklichkeit eine Bombe dabei und wirft dann dem Wenk die Bombe zu, springt schnell weg, und dann sieht man die Explosion in dem Büro von Wenk. Also auch sehr, sehr kompliziert, also sehr aufwendig produziert. Ja. Ist ja nicht so einfach, so eine Explosion damals nachzumachen. Mhm. Aber der wird übrigens dann auch gefasst, relativ schnell. Und auch der Attentäter wird dann erschossen. Ich will jetzt gar nicht alles vom Film erzählen, aber das finde ich noch eine ganz interessante Szene, wie der denn letztendlich aus dem Weg geräumt wird.
Zwar kriegt Mabuse mit, dass der Attentäter gefasst wurde, und der stellt ja jetzt natürlich auch eine Gefahr für Mabuse dar, weil der ja auch was erzählen könnte. Und jedenfalls kriegt der raus, in welchem Transporter sich der Gefangene befindet, um ins Präsidium gefahren zu werden. Und deshalb verkleidet sich Mabuse als, also er verkleidet sich als so ein Arbeiter, rennt in eine Arbeiterkneipe rein und sagt, hey, die haben, jetzt habe ich den Namen vergessen, die haben Max Mustermann, haben sie gefangen genommen. Das ist einer von uns gewesen, der mit uns für die Sache gekämpft hat. Und wichtig. Für die Sache. Ja, Max Mustermann hat sich, also das ist nicht der Name des Attentäters, sondern das ist irgendeiner, den sich Mabuse da ausgedacht hat. Und aber sehr geschickt. Darauf und dann hetzt ja, er den Mob. Genau, er hetzt den Mob darauf, also die haben dann dieses Polizeiauto umstellt und schreien, lass Max Mustermann frei, lass Max Mustermann frei. Und ja, die Karosserie von dem Polizeiauto, die öffnet sich, steigt dann ein Polizist aus und sagt, hey Leute, beruhigt euch mal, wir haben hier keinen Max Mustermann, sondern, und dann nennt er halt den Namen von dem Attentäter, sondern den drin, wir haben gar nicht euer Max Mustermann. Und die Menge, oh, glauben wir dir nicht, das kann ja jeder sagen. Dann sagt er, ja, also wenn wir euch jetzt hier zeigen, wen wir hier wirklich drin haben, dann zeigen wir euch den von mir aus, aber dann geht ihr bitte danach auch. Und die Menge sagt, ja, ist okay. Und daraufhin holt der Polizist den Gefangenen raus, zeigt den der Menge, und dann sieht man aus so einem Fenster oben beim Haus, sieht man so eine kleine, so einen Gewehrlauf herauslugen, und dann wird der Attentäter aus der Luft, also aus einem gegenüberliegenden Haus, erschossen. Mhm. Also das hat der Mabuse so eingefädelt, also sehr, sehr raffiniert sozusagen. Ja, und dann weiß keiner, was es war. Im Tumult. Genau, im Tumult. Erschossen. Ja, das kriegt Wengten auch mit und so weiter. Also das ist dann auch ziemlich wahnsinnig. Es gibt dann noch eine, also um nochmal auf diese Special Effects zurückzukommen, das gibt dann später eine Szene, da wird von Wenk nochmal von Dr. Mabuse hypnotisiert und wird dazu gezwungen, in ein Auto einzusteigen und mit Volldampf zu einem Steinbruch namens, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Steinbruch hat irgendeinen Namen, und da soll er hinfahren und quasi von der Brücke absichtlich fahren, also sich selbst töten. Und das kriegen dann die Kollegen von dem Staatsanwalt Wenk auch mit, dass irgendwas mit dem nicht stimmt, und fahren den sofort hinterher. Und dann sieht man so eine Landstraße, es ist nachts, eine Landstraße. Man sieht die Geschwindigkeit vom Auto, wie der Wenk da wie ein Irrer die Landstraße langfährt. Nur diesen Steinbruch im Kopf, das kriegt man dann auch noch mit, dass er so fest fokussiert ist, indem man den Namen von dem Steinbruch auf der Straße so sieht und dann das Auto so auch so hinterherfährt. Also das kannst du dir vorstellen wie in so einem Comic-Heft, wo ja auch bestimmte Wörter genutzt werden, um Geschwindigkeiten oder andere Dinge, Wahrnehmungen auszudrücken. Also, weiß ich nicht, Batman zum Beispiel, wenn die sich schlagen, Kavums, Rapull, Tlam, so, ne? Pau, Puff, Paff. Und sowas wird da auch schon benutzt. Das finde ich schon Wahnsinn, weil er ja quasi kaum Vorbilder hat. Also es ist schon sehr revolutionär, finde ich, für den Film, dass sowas da drin ist. Zeit voraus. Ja. Naja, also sie schaffen es dann auch gerade noch so, den Wenk aus dem Auto rauszuholen. Das Auto fliegt dann die Klippe runter und es gibt eine Explosion. Also damals fing schon an, dass die Autos von irgendwelchen Klippen fallen und sofort explodieren. Da ging es los. Da ging es los. Schön. Fritz Lang war schon. Und ich merke, du bist total begeistert. Ja, und am Ende? Wie du das erzählst. Ja? Am Ende gibt es dann eine große, James Bond-Manier, eine große Räuber- und Gendarmschlacht, der Mabuse hat sich in seinem Hauptquartier verschanzt, und es kommt am Ende noch die Armee an, und die schießen dann sich da gegenseitig alle so auf, und naja, also schon Wahnsinn, wie viele Darsteller da dann noch tatsächlich auftreten. Willst du das Ende spoilern? Ich kann es gerne spoilern, ich habe jetzt sowieso ganz schön viel gespoilert. Wenn du willst, spoiler ich.
Ja, okay. Spoiler Alert, wer den Film noch gucken möchte, der spule bitte jetzt vor anhand der Kapitelmarke. Ich glaube, die Leute wurden schon genug gespoilert, das müssen wir vielleicht nochmal am Anfang sagen. Aber ja, also, Mabuse ist in dieser großen Häuserschlacht. Alle seine Komplizen werden entweder erschossen oder festgenommen. Und Mabuse kriegt einen Treffer am Kopf. Ist nur ein Streifschuss, denkt man sich. Und der verbindet sich den Kopf jedenfalls. Und muss halt aus diesem Haus fliehen, durch den Geheimgang. Jetzt könnte man sagen, naja, was ist denn das? Der lässt dann da seine ganzen Komplizen, lässt er dann da zurück oder wie? Nee, nee. Er flieht durch die Gänge des Hauses mit einem Komplizen und der Komplize sagt, Chef, es ist das Wichtigste, dass du hier rauskommst. Geh du durch den Geheimgang, ich kümmere mich um den Rest. Also er wird doch dazu quasi gezwungen, alleine denn durch den Geheimgang zu fliehen. Das macht er auch und landet dann am Ende in der Fälscherwerkstatt. Falls du dich erinnerst, im ersten Teil gab es, sah man eine Fälscherwerkstatt mit Blinden, die irgendwelche Banknoten herstellen. Ja, ja. Da landet er durch den Geheimgang. Blöde ist nur, dass er nicht mehr durch die Tür kann von diesem Versteck, weil die von außen abgeschlossen ist. Und er kann auch nicht mehr zurück durch den Geheimgang, weil der nur von innen ausgeht. Also nicht mehr aus diesem Versteck halt heraus. Es sei denn, man hat einen Schlüssel, den hat er aber nicht. Und dann weiß man nicht so ganz, woran liegt es jetzt. Ob er jetzt, also er kriegt so ein bisschen Panik, weil er merkt, er kommt ja nicht mehr raus. Seine ganzen Komplizen sind tot oder festgenommen. Das heißt, niemand wird hier nach ihm suchen, weil es ja auch ein gutes Versteck ist. Oder ob es vielleicht daran liegt, dass er einen Streifschuss an den Kopf bekommen hat. Jedenfalls fängt er auf einmal an, alle seine Opfer, die er irgendwie indirekt hat töten lassen oder getötet hat, sieht er auf einmal vor sich und wird wahnsinnig. Also fängt dann an, sich tierisch zu erschrecken, läuft von einer Ecke des Zimmers wild zur nächsten Ecke des Zimmers und so weiter. Und ja, der Staatsanwalt Van Wenck greift sich einen der festgenommenen Komplizen, die er wirklich auch festnehmen konnte, greift sich einen, von dem er merkt, dass der einen schwachen Charakter hat. Und der erzählt dann dem Staatsanwalt, naja, wenn du Dr. Mabuse doch noch finden willst, eventuell ist der in dieser Fälscherwerkstatt, da könnte er sich noch verstecken. Gibt ihm auch einen Schlüssel. Und Von Wenck geht dann dahin. Die Tür geht auf, Von Wenck steht mit seiner Pistole da, also wie in so einem billigen Polizeikrimi von heutzutage, weiß ich nicht, Morden in Norden oder so, steht er dann da mit der Pistole, guckt da so in den Raum rein. Und sieht dann auf dem Boden sitzend einen Mensch, da steht dann auch der Mensch, der mal Dr. Mabuse war. Also der ist total zerzaust mit seinen Haaren, sitzt auf dem Boden, krallt sich an den Banknoten fest und hat einen ganz verwirrten Blick. Also man merkt, es ist nicht mehr der Dr. Mabuse, sondern der ist verrückt geworden. Also er ist quasi wahnsinnig geworden an seiner eigenen Schlechtigkeit. Genau. Das ist das Ende. Er muss dann auch gestützt werden beim Rausgehen. Weiß gar nicht mehr so richtig, wo er ist. Das ist dann das Ende. Ich finde es ein gut geschriebenes Ende. Dass er dann selber wahnsinnig wird und dann auch dadurch als Figur gar nicht mehr attraktiv ist, umzubringen oder so, weil er ja schon nicht mehr der ist, der er einmal war. Ja. Es gibt nur noch eine Hülle. Den Roman auf Romanvorlage. Und da ist es, glaube ich, so, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich glaube, es mal aus einem Artikel gelesen zu haben, dass dort der Dr. Mabuse aus einem Flugzeug fällt am Ende. Und dass Fritz Lang aber dieses Ende nicht gefallen hat, deswegen das so geändert hat. Das ist ein wunderschönes Ende, finde ich, also vom Storytelling her, von da hat jemand eine schöne Geschichte geschrieben und es die auch gut beendet, was sehr, sehr schwierig ist. Ja, du kannst dann nicht mehr so eine einfache Fortsetzung schreiben. Weiß ich nicht, Oceans 15, also Mabuse 2.0, geht da nicht. Wobei es ja ganz viele Mabuse-Filme gibt. Ja. Das hatten wir. Auch mit Klaus Kinski, glaube ich.
Nicht als Dr. Mabuse, aber da drin. Gelten als Mabuse-Filme. Das ist so ein eigenes Genre, die Mabuse-Filme. Und die haben begonnen vor 100 Jahren. Ja. Ja, also ich bin schon gespannt auf den nächsten Film, den wir demnächst mal gucken werden. Ich auch. Also ich, Dr. Mabuse, hat mich positiv überrascht. In allen Belangen sehr zu empfehlen. Wärmstens zu empfehlen. Ja, ich meine, er hätte ja auch fliehen können mit einem Schiff. Apropos Schiff, Luis. Ja, wir haben das 75-jährige Jubiläum von HAPAG, der Hamburg-Amerika-Linie. Hier ist es interessant, und zwar einer der Bestimmungen des Versailler Vertrags haben vorgesehen, dass alle großen Schiffe der deutschen Handelsmarine, der Kriegsmarine sowieso, an die Siegermächte auszuliefern sind. Mhm. Die HAPAG musste ihre gesamte Flotte von 194 Seedampfern zur Zahlung von Kriegsschulden abgeben. Ja, und das war damals die größte Flotte der Welt, Reederei der Welt. Das war ein Riesenunternehmen. Und unter Albert Berlin, und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, und besonders spannend fand ich, durch Rückführung und Neubau konnte das Unternehmen die Anzahl seiner Schiffe schon wieder auf 43 erhöhen. Also die hatten 194, mussten fast alle abgeben, haben jetzt schon wieder im Jahr 22 43 und es befinden sich 47 Schiffe im Bau. Also ich finde irre, dass ein Unternehmen diesen Weltkrieg und jetzt diese Abgabe all ihrer Anlagen überlebt und schon wieder dabei ist, wieder neu aufzubauen. Das ist total interessant, dass das dass das geht. Ja, finde ich auch Wahnsinn. Also bei so einem immensen Verlust, den du von heute auf morgen hast. Ja, zum Beispiel der größte Dampfer der Welt, die Bismarck, wurde im März 22 übergeben. Die hat 291 Meter lang, also die ist wirklich lang, größer als die Titanic. Die wurde für 40 Millionen Goldmark 1913 gebaut, ist für 4000 Passagiere gedacht und hat eine Mannschaft von 1000. Und die fährt jetzt halt unter englischer Flagge. Und es war eines der Schiffe, die sie verloren haben. Wow. Also auch die Größe war mir nicht bewusst. Ist nicht später, haben die Nazis denn nicht auch ein Kriegsschiff gehabt, was die Bismarck hieß? Ja, das ist 41 gesunken. Gab es ganz, ganz viel Dokumentation drüber. Ja, Schwesterschiff Tirpitz. Wenn wir so weit kommen, können wir drüber berichten. Ja, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Übrigens, da ist auch wieder ganz wichtig, Bismarck und Washingtoner Flottenabkommen, aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Dann hätte ich noch ein Thema, und zwar noch aus der Konferenz von Genua. Der Hauptinitiator war ja der Premierminister David Lloyd George. Und der wird jetzt in England kritisiert und auch persönlich für aus englischer Sicht das Scheitern der Konferenz verantwortlich gemacht. Ja klar, kann ich mir gut vorstellen. Er war ja auch einer der Hauptcharaktere, er stand der große Mittelpunkt. Alle haben gezittert vor dem, was er sagen wird. Dann ist er auch hauptverantwortlich für den Ausgang. Absolut. Ihm wird vorgeworfen, diese Konferenz durchgeführt zu haben ohne Beteiligung USA und vor allen Dingen ist nicht organisiert, sozusagen nicht es hinbekommen zu haben, mit Frankreich eine einheitliche Front darzustellen. Und dadurch war das zum Scheitern verurteilt aus Sicht seiner Kritiker. Und kleiner Spoiler, diese Kritik wird immer lauter und führt letztlich auch zu seinem Rücktritt. Dazu kommen wir später nochmal. Ein Ausblick in die Glaskugel. Genau. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, was mich als junger Vater irgendwie begeistert hat, und zwar des Hauses Sonnenschein. Wer hat das schönste Kind im Land? Ja. Wir haben das Chronikbuch haben wir durchblättert. Ich habe nur man muss sich vorstellen, das ist ein relativ großer Bereich auf einer Chronikbuchseite, der da gewährt wird, nämlich fast eine ganze Seite, nur mit Fotos von irgendwelchen Buben und Mädels. Mit dieser Überschrift, die Luis gerade genannt hat, des Hauses Sonnenschein, wer hat das schönste Kind im Land? Ja, und Luis, worum geht's da? Die Leipziger Illustrierte Zeitung wollte für deren Weihnachtsnummer einen Preisausschreiben erstellen. Das haben sie auch gemacht. Und da haben sie ihre Leserschaft aufgefordert, schöne Kinder einzureichen.
Also Bilder von schönen Kindern. Ja, also die Kinder nicht, sondern die Bilder von den Säuglingen und auch Kleinkinder. Und man hoffte auf rege Beteiligung, man wurde aber überschüttet mit Zuschreibungen. Also du meinst, da gab es Eltern, die alle behaupten, sie hätten das schönste Kind? Ja, oder zumindest ein sehr schönes Kind. Und Kinder aller Altersgruppen in braver und frecher Pose als Wildfang oder kleine Diva wurden auf Film oder Platte gebrannt. Ja, und zwar, es ging ja darum, die Eltern wollten unbedingt ihr Kind mal in der Zeitung sehen. Ja, und dann können sie es allen zeigen, auch der Tante Erna, und sagen, hier, mein Kind ist das schönste Kind. Ein schönes Kind, das ist in der Zeitung, guck mal, der Bernd ist in der Zeitung, ja, genau. Richtig. Und ja, und da haben sie, weil sie jetzt die Eltern nicht enttäuschen wollten, weil sie auch Angst hatten um ihre Abozahlen, haben sie dann mehrere schöne Kinder sozusagen ernannt. Und die sind unter der Titelzeile des Hauses Sonnenschein sozusagen das Zeitung präsentiert. Ja, das ist auch ein heikles Thema, glaube ich, ne? Also es ist ja wie, wenn wir sagen, Wir haben 5 Tassen zu verschenken, kriegen aber 20 Einsendungen. Ne? Da kommt man schon in Spitzen. Ja, das Steffen weiß, wovon er redet. Absolut. Ja. Dann, das war das. Und das sind wirklich schöne Bilder. Habe ich gerade vor mir im Chronikbuch. Wer das Chronikbuch hat, Seite 83. Es ist auch ein bisschen kitschig. Also, ja, es ist natürlich in der damaligen Zeit. Ne? Also die Mädchen, es gibt hier mehrere Mädchen, die abgebildet werden, in natürlich blond, so eine Art Bobschnitt und dann so ein sehr, sehr weißes, unschuldiges Kleid an. Dann hier ein Junge in so einem Jägerkostüm, was auch immer. Also ja, schon auch sehr klischeehaft, so wie man sich das vorstellt, wie das damals so war. Ja, genau. Ja, also ich meine, man ist niemals vor Geschmacksverirrungen gefeit. Ja, das ist halt die Mode von damals, Luis. Eben. Da hätte ich jetzt einen radikalen Themenschwung. Und zwar, einer ist gestorben, den wir immer mal wieder hatten. Und einer ist fast gestorben. Ja, ich glaube, wer gestorben ist, weiß ich, weil ich letztes Mal, glaube ich, einen Verweis dazu gemacht habe. Das muss Kapp gewesen sein. Genau. Der hat sich ja nach dem Gott sei Dank schief gelaufenen Kapp-Putsch, er wollte der neue Chef werden, ist 64 Jahre alt, der ist gescheitert, er ist dann nach Schweden geflüchtet, heldenhaft, wie man halt so ist als rechter Putschist, das sind ja immer Leute, die super heldenhaft für ihre Sache einstehen, deswegen ist er nach Schweden geflohen. Und hat sich jetzt schwer erkrankt den deutschen Polizeibehörden gestellt und ist gestorben eines natürlichen Todes. Ja, ja, ich glaube in Untersuchungshaft sogar noch. Ja, und es wurden Hunderte von Arbeitern während des Putsches ermordet, aber er hat sich nach Schweden abgesetzt und es wurden nur ganz, ganz wenige Leute überhaupt verurteilt und die erhielten höchstens 5 Jahre. Ja. Ja, das haben wir auch oft, glaube ich, unsere Meinung dazu gesagt, zu diesem Thema. Also ich hätte ihnen gern gesundes, langes Leben gewünscht, soweit wäre ich nicht gegangen, aber er hätte es schon im Gefängnis oder bei schlechten Themen, schlechtem Wetter in der schwedischen Holzhütte verbringen können. Ja, so bei 12 Grad im Bunker. Ja, zum Beispiel. Richtig, das stimmt. Fast gestorben ist, und Gott sei Dank fast, Philipp Scheidemann. Der hat am 9. November 18 die Republik ausgerufen und war erster Ministerpräsident der Weimarer Republik im Jahr 1919. Mhm. Und der wurde, der ist jetzt Oberbürgermeister in Kassel, der wurde während eines Spaziergangs in der Nähe seines Wohnhauses von einem jungen Mann mit einem Ballon Blausäure bespritzt. Er hat geisteswertig seine Pistole gezogen und 2 Schüsse auf den Angreifer abgefeuert. Nur so konnte er halt verhindern, dass die Spritze direkt Mund und Nase traf, was ihn sicher umgebracht hätte. Der Täter wurde durch die Schüsse nicht verletzt, wurde aber gefasst und der Täter gehörte zur rechtsextremen Organisation Konsul. Die hatten wir schon mehrmals jetzt, ja. Ja, illegale Vereinigung von ehemaligen Mitgliedern der Brigade Erhard, die waren ja auch beteiligt beim Kapp-Putsch. Alles Leute, die man ein langes, gesundes Leben bei schlechten Themen, schlechtem Wetter in der schwedischen Pampa wünscht. Ja,
Und die bürgerlichen Politiker sind damals Opfer von Hetzkampagnen, rechtsgerichteter Presseorgane und sozusagen so vergleichbar so wie heute mit dem Hasskommentar im Internet und dann kommt es zu rechten Gewalttaten, die kommen ja leider heute auch immer wieder vor. Mhm. Ja. Vergleichbare Situation. Ist auch, also Terror ist ja auch nicht nur im Deutschen Reich gerade ein Problem, sondern auch jetzt gerade zeitgleich in Italien. Wir haben ja jetzt schon erzählt, das kommt jetzt nicht nur im Deutschen Reich, ist jetzt nicht nur dauernd von Hitler die Rede, sondern jetzt auch in Italien kommt immer mehr der Name Mussolini auf. Und auch vor 100 Jahren ist da gerade ein Aufruhr in Bologna, dass du musst dir vorstellen, dass gerade 50.000 Faschisten in der Stadt Bologna sind und dort auch Terror betreiben. 50.000 finde ich schon eine enorm große Zahl. Und ihr Ziel ist es da, damals den sozialistischen Präfekten zum Rücktritt zu zwingen, was ihnen auch... Wahnsinn. 50.000. Bologna ja. Ist ja jetzt keine Großstadt. Ja. Na, das ist, glaube ich, sowas wie Hannover oder so, meine ich. In der Größenordnung. Ja, also woher kommt... Der Hannoveraner versteht mich nicht falsch. Es ist halt keine Millionenstadt. Nichts gegen Hannover. Ich meine einfach nur die Größe. Ja. 50.000. In Hannover sind was anderes als 50.000 in Paris. So meine ich das. Okay. Beschwerden bitte an louis@vor100.de. Ja. Nur so einfach nur, ja. Woher kommen diese ganzen Faschisten? Die kommen von der Vereinigung, die Mussolini hat. Also diese Schwarzhemden werden sie ja genannt, weil sie, sie haben so eine Art Uniform sich gewählt. Das sind diese schwarzen Hemden und Gamaschen. Und woher kommen die? Ja, die kommen ungefähr aus einem Umland von Bologna. Das liegt ca. 50 Kilometer, habe ich vorhin mal geguckt, in der Region Ferrara. Das ist eine Provinz. Und die hat eine hohe Arbeitslosenquote. Und weil jetzt in Italien generell die Wirtschaftslage sehr schlecht ist und die Arbeitslosenquote hoch, hat Bologna gesagt, dass aus diesem Gebiet niemand mehr nach Bologna kommen darf. Jetzt fragt man sich, was hat das mit den Faschisten zu tun? Nun ja, zufällig ist in Ferrara auch eine der größten Unterstützergruppen von Mussolinis Partei zu sehen. Das heißt, man könnte auch denken, dass dieser sozialistische Präfekt damit zum Ziel hatte, dass keine Unterstützer Mussolinis in seine Stadt kommen. Genau das haben sie denen nämlich vorgeworfen, sind deswegen extra nach Bologna gegangen und haben dann dort Terror gemacht und protestiert. Also es waren wirklich auch viele terroristische Anschläge da in der Stadt. Genau, um dann sozusagen selbstverständlich die Rechte der Sozialisten gleichberechtigt Augenhöhe zu schützen, wie man das so kennt von seinen Hausfaschisten, denke ich. Genau. Also es ist eine... Also ich finde halt auch interessant diese Geschichte da aus der Region, weil eigentlich die Region um Bologna herum, auch Ferrara, war eine Region mit vielen organisierten Genossenschaften von Landarbeitern, die ja eher sozialistisch geprägt waren. Aber jetzt aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage in Italien wendet sich das Blatt. Also die wechseln dann alle aus diesen Genossenschaften langsam hin zu diesen Faschisten. Und deswegen kommst du jetzt zu so einem Umbruch. Ja. Wir werden von Mussolini noch sehr viel hören in diesem Jahr. Noch eine kurze Randnotiz, das fand ich ja sehr interessant, war, wusstest du, dass Mussolinis Vater ein sehr stark anarchischer Sozialist war? Nein, aber das passt ehrlich gesagt, weil das ist ja sehr, sehr nah beieinander. Ja. Und Mussolini war auch selber sehr, sehr lange da Sozialist, auch noch vor dem Krieg. Also wir werden noch mal, glaube ich, ein paar Folgen über Mussolini sprechen müssen und über seinen Werdegang. Auf jeden Fall, das ist bestimmt interessant. Da freue ich mich drauf. Ja. Auch was ich auch noch anmerken möchte, es gibt zwei spannende Sachen. Und zwar einmal hat die ehemalige Politikerin der USA ein spannendes Buch über Faschismus geschrieben, Albright. Madeleine, ich habe ihn davor noch vergessen, Albright, die war in der Clinton-Zeit, die hat ein gutes Buch geschrieben, ist rausgekommen, als Trump gewählt wurde. Und
im ZDF Royal gab es jetzt letzte Woche eine ganz, ganz spannende Folge über Hasskommentare im Internet, wo die sozusagen das Phänomen Hasskommentare untersucht haben. Und die haben in jedem Bundesland dann die Hasskommentare bei der Polizei angezeigt, geguckt, was denn die deutsche Polizei macht. Und am Ende haben sie ein Lied gesungen, die Polizei ist nicht im Internet. Oh ja, großartig. Mhm. Und das waren auch faschistische Kommentare, die da stattgefunden haben, zum Beispiel Flaggenaufruf zur Attentäter und die auch, da haben wir auch nachgezeigt am ZDF Royal, dass diese Hasskommentare halt wirklich zu Straftaten in der Realität führen. Und das, wir hatten ja gerade diesen Attentat auf, dieses Attentat auf Scheidemann, jetzt diesen Terror der Faschisten in Bologna und nochmal den Kontext, dass wir da heute natürlich weiter weg sind, aber dass das alles noch genauso da ist, leider. Ja, guter Hinweis. Auch nochmal ein guter Hinweis. Ich werde mir die Folge nochmal ansehen im Nachhinein. Ja, also ich werde mir das mal aufschreiben, dass das auch verlinken. ZDF Royal und das Buch von Albright über Faschismus. So, ja. Dann hätte ich, ich habe so zwei Nationen, deren Geschichte ich sehr faszinierend finde. Das eine ist halt China aus Gründen. Und das andere ist Finnland. Und da gab es einen neuen Grenzvertrag zwischen Finnland und Russland. Und da ist auch wenig spannend, die Parallelen zu heute. Und zwar, also Finnland war ja Teil des Zarenreiches. Und in einem blutigen Bürgerkrieg, Weiße gegen Rote, konnte Finnland unabhängig werden. Im Zuge des Ersten Weltkrieges und am Ende des Ersten Weltkrieges. Mhm. Und jetzt haben beide Seiten, Sowjetrussland und Finnland, einen Vertrag unterzeichnet, in dem sie sich gegenseitig die Unverletzbarkeit der bestehenden Grenzen garantieren. Das klingt erstmal nach was Gutem, dass sie sich die Grenzen da, Genau, weil was zum Beispiel, diese finnischsprachige Völker, also Finnisch ist ja eine sehr exotische Sprache, ne, die jetzt als Sprachfamilie wenig andere Nachbarn hat. Aber es gibt finnischsprachige Völker und zwar über die Grenzen von Finnland hinaus. Man muss sich das vorstellen, wenn man Finnland sieht, dann ist ja da zum Beispiel Murmansk und dann dieses ganze Gebiet um St. Petersburg. St. Petersburg war ja auch ein Riesensumpf, der ja von Peter dem Großen trocken liegt wurde, um dann St. Petersburg da zu bauen. Und das ist alles eigentlich das Siedlungsgebiet von Keralia, die sich finnisch fühlen. Und in diesen Gebieten, die jetzt noch sowjetrussisch sind, gibt es einen Aufstand in Ostkeralien gegen der Sowjetunion, weil sie wollen Sonderrechte. Und diese Aufständigen wegen der Verwandtschaft fliehen natürlich auch nach Finnland, werden dann sogar auf finnischen Gebiet von russischen Soldaten der Roten Armee verfolgt. Und um dieses etwas zu neutralisieren, wurde dieser Vertrag abgeschlossen, der ja eine gute Sache ist. Mhm. Und was ich hier interessant finde, ist, dass natürlich, Stalin hat ja 1939 Finnland angegriffen, immer einen Angriffskrieg, und halt damit diesen Vertrag, den Sowjetrussland hier bezeichnet hat, selber gebrochen. Und das ist eine klare Parallele für mich zur Ukraine, weil da gab es ja auch einen Pakt in den 90er Jahren, dass die Ukraine die Atomwaffen abgibt an Russland und dafür halt ihre Unantastbarkeit garantiert bekommen hat von Russland, der ja gebrochen wurde durch den Angriffskrieg im Jahr 2022. Wahnsinn, ne? Was es immer so für Parallelen gibt zu der Zeit von vor 100 Jahren. Ich meine, das ist halt so Kaffeesatz lesen, ne? Wenn man dann weiß, was jetzt passiert, dann findet man immer irgendwas, was ähnlich ist. Das ist ja klar. Das ist ja auch ein Selektionsproblem irgendwie. Man sieht ja nicht das, was nicht passt, sondern das, was passt. Trotzdem fand ich das irgendwie, ich wusste nicht, dass es so einen Vertrag mal gab zwischen Finnland und Russland. Und mir war auch nicht klar, dass es ostkarelische Aufstände gab im Jahr 1922. Für mich ist das interessant, weil mich dieser Teil der Geschichte persönlich interessiert. So. Ja, danke schön dafür. Dann wäre vielleicht noch ein letztes Thema, was ich habe, und zwar das generelle Verteuerung und deren Auswirkung auf die Musik, auf das Kulturleben. Ja, also Luis, Musik, genau dein Thema. Ja, also ich bin kein großer Musikexperte wie auch Modeexperte, deswegen haben wir auch, also da wäre auch jemand aus der Hörerschaft, der sich der möchte über das Thema
Musik und Mode zu reden von vor 100 Jahren, der kann sich gerne at info@vor100.de melden, weil da sind durchaus spannende Themen, wo zumindest ich und ich glaube, Steffen, die geht es auch so, uns eher zurückhalten, weil das nicht unsere Expertise ist. Ja, ich sehe auch immer diese in den Zeitungsannoncen, das sind ja tatsächlich sehr viele Bilder auch so aus Mode abgebildet mit Preisen. Oder Musik oder Musikerstaufführung hier, Opa ja, da. Ich denke mir mal, ja, das wäre eigentlich cool, sowas mal im Podcast zu haben. Nur leider kennen wir uns da nicht so gut mit aus. Aber wer sich damit auskennt, gerne an info@vor100.de. Zum Beispiel die Aufführung der neuen Oper Tamar von Wilhelm Mauke am Stuttgarter Landestheater erhält Beachtung wegen des Bühnenbilds. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich mich nicht auskenne. Ist bestimmt eine spannende Hintergrundgeschichte. Bestimmt. Was ich aber sagen kann, ist Thema Inflation. Haben wir auch heute wieder, aber damals ganz andere Größenordnung. Ja, noch müssen wir nicht mit unseren Schubkarren Geld zum Bäcker bringen. Genau, also die Berliner Philharmonie im September pro Abend kostet 5.000 Mark plus 5.000 Mark Garderobengarantie. Also es ist eine Ausgabekraft fordert 600 bis 900 Mark. Der Aufwand für ein einziges Konzert beträgt 180.000 Mark. Im Ergebnis werden im Allgemeinen im Jahr 1922 Stücke bevorzugt, zu denen man möglichst wenig Musiker braucht. Und es wird weniger geprobt. Und dann ist es halt so, durch Inflation sind die Leute einfach immer ärmer, weil die natürlich die Lohnentwicklung nicht mitzieht. Mhm. Und die sparen da, wo sie es können, am vermeintlichen Luxuskultur. Und dass selbst große, renommierte Klangkörper wie die Berliner Philharmonie sich in einer finanziellen Notlage befinden. Ja. Und ohne Spenden nicht überleben können. Das ist Wahnsinn, dass sie dann trotzdem so eine Zeit überlebt haben. Ja, und auch das zum Beispiel wie Dr. Mabuse, also die Weimarer Republik finde ich sehr kreativ. Ja. Also so, wenn man so die Bilder, diese Kunst, die ich mir mal anguckt habe, mit diesen sehr verzerrten, sehr fleischigen, hyperrealistischen Körpern und auch diese Filmkunst führend Fritz Lang, die damals gezeigt wurde, dass das in diesem Umfeld so möglich war. Ja, auch diese Längen von dem Film. Ne? Also beide Teile gehen ja insgesamt über 4 Stunden. Ja. Ja. Apropos dann, Filme. Steffen, hast du ein Geburtstagskind? Genau, und zwar ein filmisches Geburtstagskind. Ja, wo wir gerade beim Film sind. Leider ist er 2015 verstorben, im Alter von 93 Jahren. Aber vor 100 Jahren, und zwar am 27. Mai, ist Christopher Frank Carandini Lee, also Christopher Lee, geboren in London. Also hier nochmal ein kleines herzlichen Glückwunsch aus der Zukunft in die Vergangenheit an Christopher Lee. Für mich wird er immer Saruman bleiben. Ja, und er war auch Dracula 1958. Luis, ich schätze mal, in wie vielen Dracula, oder besser gesagt, allgemeiner gesagt, in wie vielen Vampirfilmen er mitspielte? Laut Wikipedia. Jetzt ist die Quersumme von 1922 ist 14. 11. Da warst du nah dran. Verdammt. Ja. Ich glaube, das war bei Wer weiß denn sowas oder irgendwo habe ich es auch mal gesehen und habe es ja nochmal nachgeschlagen auf Wikipedia. Wusstest du, dass Christopher Lee in einer Metalband mitspielte? Und zwar auch im erhobenen Alter, also 2010. Nein, das wusste ich nicht, aber ich denke, das war bestimmt ziemlich gut gewesen sein. Also ich habe eine sehr hohe Meinung von Christopher Lee oder Saruman. Genau, er hat 2010 ein Album veröffentlicht von der Symphonic, also ein Symphonic Metal Album. Ich kann es leider nicht gut aussprechen. Shaul Mong, By the Sword and the Cross, also beim Schwert und des Kreuzes. Und vorher hat er auch schon bei Manowar auch mal als Gastmusiker mitgespielt. Also Manowar habe ich bei mir in der Hot Rotation, vor allen Dingen so zum Joggen. Echt jetzt? Manowar, ja. Eine 80er Jahre Metalband. Und ich mag ja Musiker, die für mich, wenn ich so höre, ich persönlich der Meinung sind, blem blem sind. Ich höre sowas gern. Zum Beispiel Kanye West höre ich auch.
Deswegen, weil ich halt den für extrem plemplem und ich mag das irgendwie so. Der hat so eine komische plemplem-Art, der macht deswegen lustige Musik, die ich nicht ernst nehmen kann, aber die lustig ist. Und auch Manowar, ne? Also haben zum Beispiel Songs wie Hail and Kill und besingen dann halt, wie man dann in die Schlacht zieht. Ja? Und das darf man auf keinen Fall ernst nehmen. Ist eine eigene, ich würde, wie gesagt, es ist Kunst. Ich bitte verstehe, dass es Kunst ist. Wenn man das ernst nimmt, dann ist das ja ganz, ganz schlimm. Ja, er selber, also sein Vater war übrigens auch im Ersten Weltkrieg. Ist ja klar, ich meine, Christopher Lee wurde 1922 geboren, das heißt, sein Vater war auch in dem Alter. Und noch eine kleine, so aus der Kategorie unnützes Wissen, fand ich noch sehr interessant. Also erstmal vielen Dank. Also ist die Christopher Lees Kooperation mit Manowar, die muss ich mir unbedingt, die werde ich mal suchen. Ich hoffe, die ist auf Spotify. Ja, also Charlemagne by the Sword and the Cross ist dieses Metal-Album von seiner eigenen Band, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann so noch irgendwie 2005 muss er mit Manowar zusammengearbeitet haben. Ich habe mir übrigens mal einen Typ in Istanbul empfohlen, Manowar zu hören. Seitdem bin ich der Fan. Okay, aber anderes Thema. Also, woher ich auch Christopher Lee noch kannte, war aus den, ich habe ja früher als Kind auch sehr gerne die James-Bond-Filme geguckt. Gucke ich eigentlich auch immer noch gern. Und da hat er auch mitgespielt bei Der Mann mit dem goldenen Colt. Da war er der Bösewicht. Und dann habe ich gelesen, dass er tatsächlich auch Großcousin war von James-Bond-Erfinder Ian Fleming. Ja, Christopher Lee ist eine coole Sau. Ja. Also so viel nochmal herzlichen Glückwunsch an Christopher Lee. Er hatte ein cooles Leben und viele coole Rollen, die er ja hatte, auch seine Dracula-Figur. Ich gucke mir gerade was an über Christopher Lee und man sieht ihn auf dem Bild und drunter steht, Lee nimmt den Spirit of Metal Award bei dem Metal Hammer Golden God Award 2010 entgegen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wer auch immer so ein Bild mit sich hat und das drunter steht hat, der ist großartig. Ja. Also großartig. Also Saruman hat den Metal Hammer Golden God Award. Großartig, kann sich keiner ausdenken. Aber gut. Christopher Lee, Dankeschön, Steffen. Und ich freue mich schon auf den Song mit Manowar und Christopher Lee für später zum Hören. Ja, genau. Also dann wäre ich jetzt auch mit meiner letzten Meldung durch. Apropos Spirit of Metal Award, Metal Hammer Golden God. Also ich kenne eine Person, die würde all diese Substantive Award, God, Golden, Hammer und Metal auf sich selber auf jeden Fall anwenden. Metal Hammer Golden God Awards, den Christopher Lee hat. Harry Graf Kessler würde auch sagen, dass er Metal Hammer Golden God und ein Award ist. Manowar. Ja, genau. Das wäre absolut. Denn ich muss kurz das Buch holen. Gut. Bin gleich da. Und solange Luis sein Buch sucht, Werbung aus dem Berliner Tageblatt von vor 100 Jahren. Es liegt auf der Hand, dass das Köstritzer Schwarzbier aus der fürstlichen Brauerei Köstritz ein wundertätiger Trank für Gesunde, Kranke und Rekonvaleszenten, für Wöchnerinnen und stillende Mütter sein muss, wenn man berücksichtigt, dass obige Menge besten Gerstenmalzes, rund 3000 Gerstenkörner, dazu gehört, um ein halbes Liter dieses altberühmten Bieres herzustellen. 4000 ärztliche Gutachten und Verordnungen innerhalb Jahresfrist weisen auch auf die ausgezeichnete Wirkung dieses Bieres hin. Köstritzer Schwarzbier sollte deshalb auf keinem Familientisch als tägliches Getränk fehlen. AWOS Rennen vom 10. Juni 1922. Die Sieger in den Rennen 1 und 3 für Krafträder und die Zweiten in den Rennen 1, 2, 4 für Krafträder sowie der ADAC Kraftradstraßenmeisterschaft von Deutschland 1922 fuhren auf Excelsior-Reifen. Sofort lieferbare Schokoladefabrikseinrichtung zu kaufen gesucht. Detaillierte Offerte erwünscht an Nicolas Vallier, Bukarest. Strada Antim Nummer 2. Harry Graf Kessler, der Elch, der Elch, der Elch, der, wenn er in den Spiegel guckt,
ein Metalhammer Golden God Geweih hat, in Realität doch nur ein normales Elchgeweih trägt. Doch das Spielgebet ist Metalhammer Golden God. Ja, und zwar, er ist in Genua am 16. Mai 1922 der Zeitperiode, von der ich euch berichte. Ich berichte in jeder Folge aus dem Tagebuch und erzähle aus seinem Leben. Und die aktuelle Periode geht vom 16. Mai 22 bis zum 15. Juni. Und die Konferenz von Genua ist am Abklingen. Und er berichtet, Zitat, am 16. Mai, die meisten ausländischen Journalisten scheinen schon abgereist zu sein. Die Konferenz liegt im Sterben. Das klingt ja sehr, sehr dramatisch. Also es ist einfach die Konferenz vorbei und alle reisen ab. Das kann man auch so sagen. Zitat, 17. Mai. Dass die Konferenz ein Misserfolg gewesen sei, wurde allgemein als feststehend angenommen. Kommt, es ist eine Frage aus dem Auge des Betrachters. Ich glaube, das Deutsche Reich und Russland fanden das gar nicht so schlecht, wie es gelaufen ist. Er elaboriert weiter, Zitat, die Konferenz schließt als Misserfolg. Sie war ein kleiner Schritt statt des Großen, den Lloyd George erwartet hatte. Aber ein Fortschritt war sie doch. Ein Winkeladvokat an der Spitze einer großen Armee, er meint Frankreich, auf der anderen Seite die ruhebedürftigen Völker Europas, die ihre gemeinsamen Interessen und ihren gemeinsamen Feind zu erkennen und sich gegen ihn zu organisieren beginnen. Das ist die Situation, die Genua hinterlässt. Also das ruhesuchende Volk, damit meint er es das Deutsche Reich und Russland. Ja, auch sehr einseitig beschrieben. Ja, da kann man diskutieren. Also mit der großen Armee meint er halt Frankreich, weil die haben ja die große Armee und dass halt die, alle anderen ruhebedürftig sind und Frankreich ist sozusagen Saruman. Ne? Und man musste sich jetzt hier gegen sie organisieren. Diese Meinung würde ich nicht teilen. Er fährt dann nach Rom und berichtet am 24. Mai 22, jetzt haben wir zum ersten Mal Eintrag, das Wort Faschist in sein Tagebuch. Zitat. Während wir sprachen, versuchten gerade Faschistenbanden ins Parlament einzudringen. Draußen gab es Geschrei, Kommandos, Soldaten marschierten vor und besetzten die Ausgänge. Ja, krass, der ist aber auch wirklich so ein Forrest Gump, ne? Der ist immer da, wo es wichtig ist. Richtig. Und er hat auch nicht so viel zu berichten. Also wir sind schon beim 9. Juni. Er fährt dann aus Italien dann wieder zurück nach Berlin und kommt am 8. Juni an und ist natürlich am 9. Juni wieder abends bei Einstein, Zitat, abends Tee bei Albert Einsteins. Frau Einstein erzählte mir, dass sie nie mit ihrem Manne esse, es würde ihn stören. Tolle Ehe. Okay. Die essen nie zusammen, es würde ihn stören. Da würden mich jetzt mal die Hintergründe interessieren. Ja. Aber ja, gut, ja, dann holt man sich halt Ersatz in Form eines Harry Graf Kesslers und ist halt mit diesem Mann. Eben. Und er ist bei einem Friedenskartell als deutscher Hauptredner designiert am 10. Juni. Designiert, also sozusagen gegen seinen Willen ernannt, so klingt es dann fast. Ja. Und er berichtet quasi jetzt in seinem Tagebuch über seine Leistungen als Hauptredner. Also ich kann jetzt schon sagen, sein goldenes Elchgeweih flackert quasi vor Aufregung. Ja. Ich glaube zu wissen, was gleich kommt, ja. Die Kundgebung war sehr eindrucksvoll. Bach, Einstein und ich ernteten stürmischen, minutenlangen Beifall. Ich betonte, dass wir den Wiederaufbau Nordfrankreichs und das Mittragen der durch den Krieg verschuldeten Finanznots Frankreich durch Deutschland als Teile des europäischen Wiederaufbaus und Gebote der europäischen Solidarität betrachteten. Daher nicht bloß als juristische, sondern auch als moralische Pflicht, aber gerade weil wir sie als moralische Pflicht auffassten, gerade deshalb hätte unser guter Wille hierzu eine Grenze, nämlich die, dass wir darauf sehen müssten, dass unsere Zahlungen und Leistungen auch wirklich dem von uns anerkannten und gewollten moralischen Zwecke, nämlich dem europäischen Wiederbau und der europäischen Solidarität dienten, nicht aber etwa direkt oder indirekt dem französischen Militarismus. Ein Satz, der war lang.
Ja. Das musst du auch erstmal schaffen zu sagen, dass du mit Bach und Einstein zusammen auf einer Konferenz geredet hast und tobender Applaus war. Ja, und man muss aber sagen, an der Stelle finde ich den Elch, kann sich schon nicht sein ganzes Geweih, aber einen so einen Astzweig vergolden, weil das ist, ich persönlich finde die Argumentation sehr, sehr geschickt. Also die Deutschen müssen ja so oder so Reparationen zahlen, das ist halt Fakt. Die haben ja keine Wahl, ist ja keine Demokratie. So. Und dann zu sagen, ja, das machen wir aus moralischer Sicht. Ne? Aber wenn wir über Moral reden, was ist eigentlich bei dir? Was ist denn mit dieser großen Armee, die uns jederzeit über uns herfallen kann? Wo ist denn da die Moral? Finde ich genial. Ja. Also, das heißt, genial sind auch überbewertet, ist jetzt auch nicht so genial, aber es ist die richtige Vorgehensweise. Sozusagen das, was man eben machen muss, dann einfach zu übernehmen und ein eigenes Ziel, also die eigene Agenda zu schreiben, wenn man eh keine Wahl hat und dann deren Gegner zu zeigen. Großartig. Er debattiert mit der beschränkten Auswahl an Argumenten äußerst geschickt. Genau, mit beschränkten Mitteln geschickt agieren. Das macht der Harry Kraft-Kessler hier. Und das war's halt auch. Er hält Friedensreden, trifft Einstein, ist nach Deutschland gereist und berichtet nicht mehr so viel, weil, wie gesagt, Privates ist bei Harry Krakesser eh nicht zu berichten. Er berichtet nur über das große Ganze, über das Weltgeschehen, über den Mondschatten im Meer, während er darüber steht und seine Gedanken über die Zukunft des Christentums hat. Alles andere hat er nicht damit rein. Und das wäre der Harry Krakesser-Teil für heute. Vielen Dank, Luis. Aber zum Abschluss, Luis, kommen wir noch zum Elchtest. Es gibt einen neuen Elchtest. Was kann man denn bei uns gewinnen, wenn man den Elchtest besteht? Die V100-Zaubertasse zu gewinnen nur in dieser Staffel und nur 5 Tassen. Es ist eine Zaubertasse, weil sie zeigt ihren wahren Kern. Wenn man was Heißes in sie hereinbegibt, dann zeigt sie das V100-Logo. Sie verändert ihre Form abhängig von ihrem Inhalt. Eine sehr, sehr schöne Tasse. Genau. Wie viele Tassen haben wir denn noch, die man gewinnen kann? Einschließlich dieser jetzt. 2. Also dranhalten und Fragen beantworten. Dafür eine wirklich schöne Tasse. Sie steht auch bei mir im Schrank und wir haben für euch, hat der Steffen, gerne nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, sehr gern. Dafür müsst ihr uns bis zum 30.06. die Antwort auf eine Frage senden, die wir gleich stellen, und zwar an info@400. Also bis 30.06. an info@400. Und wie lautet der Elchtest, Luis? Welche Frage muss man beantworten, korrekt beantworten? Der Elchtest über dem Elch. Und zwar, bei welcher Aktivität fühlt sich Albert Einstein von seiner Frau gestört? Bei welcher Aktivität fühlt sich Albert Einstein von seiner Frau gestört? Antwort bitte bis zum 30.06. an info@400.de. Und unter allen, die uns die richtige Antwort bis zum 30.06. einsenden, verlosen wir in der nächsten Folge dann die Tasse. Viel Erfolg! Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank!